Iho YouTube und herzlich willkommen mal wieder zu einer Event-Übersicht. Ich habe mir diesmal das Event Futures End geschnappt und habe jetzt hier so ziemlich alles zusammengesammelt, was während des ganzen Futures End Event in Deutschland erschienen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, einen Teil in habe ich schon wieder verkauft mittlerweile und weitere 2, 4, 5 besitze ich gar nicht, weil mich die Serien einfach nicht gepickt haben, weswegen ich mir die Teil-Ins nicht geholt habe. Aber trotz dessen, ich einen schon verkauft habe und weitere 5 nicht besitze, sind alle Teil-Ins so ein Stapel davon und die Haupt-Event-Paperbacks habe ich noch nicht mal mit auf diesen Stapel draufgelegt oder beziehungsweise jeweils nur den ersten und letzten davon. Also es ist wirklich eine Menge Schotter, bei dem man dafür erstmal im Geschäft lassen kann, wenn man sich wirklich alles für Futures End kaufen möchte. Allerdings sei an der Stelle gesagt, wirklich wichtig sind nur die Haupt-Event-Trades. Alles, was drumherum passiert, ist wirklich Kann-Lektüre. Die Teil-Ins sind kein Stück wichtig eigentlich für die Hauptstory, allerdings geben sie einen Mehrwert. Wenn man hier und da die Figur sieht, die schon extrem gealtert ist in der Zukunft, sich fragt, okay, warum ist er so und all sowas und ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu dieser einzelnen Figur haben möchte, der muss sich definitiv die Teil-Ins kaufen. Wer darauf aber verzichten kann, denjenigen, denen das reicht, was man da im Kontext im Kontext erfährt, der kann definitiv auf die Teil-Ins verzichten und sollte sich in dem Fall einfach nur die holen, wo er den Cover cool findet oder wo er auf gar keinen Fall auf den Teil-In verzichten möchte. So viel erstmal zu dem Thema. Die Veröffentlichung in Deutschland war ein bisschen strange. Man hatte erst das Hauptevent und danach, oder beziehungsweise während dann die Haupttrades veröffentlicht wurden, kam dann die Serie, die eigentlich davor spielt, weil es in den USA zum einen auch so veröffentlicht wurde und um vielleicht ein paar Fragezeichen am Anfang der Story offen zu lassen, die dann erst im Laufe der Geschichte geklärt worden. Trotz dessen fange ich jetzt erstmal mit der Serie an, die quasi vor Futures End spielt, oder was heißt quasi, die direkt vor Futures End spielt und quasi den Weg dahin einläutet, was dann bei Futures End passieren wird. Und zwar spielt vor Futures End die Serie Erde 2 World's End. Es ist insgesamt in 4 Trades, die habe ich im ersten und vierten Trade erschienen und erzählt halt die Geschichte davon, wie die Erde 2 zerstört wird und wie dann die ganzen Helden und Zivilisten von Erde 2 ins normale DC-Universum flüchten. Mir hat es echt extrem gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die zu empfehlen ist, diese Serie, wenn man vorher noch nichts von Erde 2 gelesen hat. Allerdings muss ich an der Stelle auch sagen, so gut wie diese Serie ist, zwingensnötig ist sie eigentlich nicht für Futures End. Weil für Futures End muss man eigentlich nur wissen, dass Erde 2 zerstört wurde und dass auf der normalen DC-Erde in der Zukunft ganz viele Flüchtlinge von Erde 2 sind. Mehr muss man da zu diesem Thema eigentlich gar nicht wissen. Trotz dessen gibt es dem ganzen Ding in meinen Augen Mehrwert. Und gerade wenn man so wie ich jetzt die letzten Jahre die Erde 2 verfolgt hat, dann macht das auf jeden Fall Sinn, sich vorweg die 4 Trades zu holen. Zu diesen 4 Trades von Erde 2 World Ends ist dann auch noch zu erwähnen, dass der 7. Band von der normalen Erde 2 Serie auch noch so mittendrin im 4. Trade jetzt hier von diesen Erde 2 World Ends spielt. Allerdings gibt der in dem Fall in meinen Augen keinen Mehrwert, weil man eigentlich das gleiche nochmal erzählt bekommen, weswegen der jetzt hier eigentlich ein extremer Wacky-Kandidat ist und tatsächlich auch bei Auflistungen im Internet, wenn man das bei Google Futures End, alle Sachen zum Event, wird der eigentlich auch nie mit aufgelistet, trotz dessen wollte ich ihn kurz erwähnen. So, dann geht's weiter tatsächlich mit dem Hauptevent Futures End, was echt mit ein paar richtig fetten Cover daherkommt. Ich möchte auch gar nicht so wieder aufs Event eingehen, kann nur sagen, es spielt in einer Zukunft, geht dann ein bisschen zurück in die Vergangenheit, ist aber auch so ein normales DC-Universum gesehen, trotz dessen immer noch weit in der Zukunft angesiedelt. Insgesamt ist es in 8 Trades erschienen, also ist echt jede Menge Seiten von Februar 2016 bis März, von März 2015 bis Februar 2016 ist das ganze Event erschienen. Ich habe es extrem abgefeiert. In den USA ist das als wöchentliches Event erschienen. 52 Hefte, jede Woche eins. In Deutschland halt dann demzufolge in Trade-Form. Und das war das erste Mal, dass ich ein Event gelesen habe, was auch wirklich auf so viele Seiten dahergekommen ist. Man kann ruhig sagen, so okay, 8 Trades ist tatsächlich viel. Man hatte auch so kleine Längen gehabt während dieser 8 Trades. Alles andere hätte mich auch tatsächlich gewundert bei so vielen Seiten. Und zwar war das so, ich glaube, das war so Trade 6 und 7, wenn nicht sogar, wo man sich so gedacht hat, okay, DC, da hättet ihr vielleicht doch ein paar Hefte weglassen können und stattdessen ein bisschen mehr Tempo reinbringen können. Trotz dessen muss ich sagen, mir hat das Event echt sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man wirklich nur das Event lesen möchte, das Ganze drumherum keinen Bock hat, dann reicht es wirklich, diese 8 Trades zu kaufen und man ist komplett bedient. Man hat eigentlich auch so gut wie alle Fragen beantwortet. So, da war aber bei DC Comics am besten
ganz viele Tie-Ins macht mit DC Comics, noch mehr verkaufen kann, hat DC Comics auch tatsächlich sehr viele Tie-Ins gemacht. In den USA, muss man dazu sagen, sind die mit sehr coolen Covern erschienen. Ich habe die da vorne an der Wand, ihr habt die bestimmt schon mal in einem meiner Videos gesehen, alle eingerahmt, die ich davon habe. Eins davon habe ich nicht eingerahmt, aber in dem Fall kannst du jetzt schön die Kamera halten. Und zwar waren die Futures End Tie-Ins alle mit solchen 3D, sag mal 3D-Cover, aber Lentecular-Covers ausgestattet, wo man immer den normalen Helm gesehen hat und dann eine ganz düstere Zukunftsversion davon. Kommt das leider gerade hier nicht so gut rüber, dieser Effekt. Aber ich fand die Idee sehr cool. In Deutschland wurde dieser Effekt leider nicht ganz so cool gelöst. Nehmen wir mal zum Beispiel dieses Cover, das habe ich da vorne an der Wand hängen, auch als Lentecular-Cover. Und da allerdings sich in Deutschland sowas von der Produktion her nicht lohnt, weil dafür die Auflagenzahl nicht hoch genug ist, hat man sich für Deutschland dazu entschieden, einfach beide Cover so abzudrucken. Also man hat ja auch tatsächlich zweimal dieses Coverpapier und statt diesen Effekt kann man in dem Fall halt blättern und sieht in dem Fall diese zwei Cover. Die Lösung ist so semi-optimal, sage ich mal. Also ich hätte da so ein Lentecular-Cover definitiv schöner gefunden. Aber wenigstens so, anstatt dass wenn sie den Effekt gar nicht reingebracht hätten, so kann man sich wenigstens angucken, welche zwei Covers da damals gegeben hatte in dem Fall. An der Stelle nochmal gesagt, ich habe es gerade eben schon mal erwähnt, aber um sicher zu sein, dass es auch jeder mitbekommen hat, die Tie-Ins sind tatsächlich Kann-Lektüre und nur dann zu kaufen, wenn man wirklich Bock drauf hat. Und zwar zur Justice League gab es dann in dem Fall die Hefte 35 und 36, wo jeweils ein Tie-In zu Futures End drin gewesen ist. Dann geht es auch schon direkt weiter mit Superman, Heft Nummer 36, auch mit Futures End Tie-In. Man sieht es eigentlich auch immer an dem Banner, was oben drauf ist. Der Superman Tie-In, den fand ich sogar richtig cool, muss ich sagen. Wenn er nicht sogar Dan Jurgens geschrieben hat, weiß ich das leider so aus dem Kopf nicht. Batman hat sogar jeweils ein eigenes Heft zu Futures End bekommen, also nicht mit der normalen Batman-Nummerierung. Und zwar einmal Batman Futures End Spezial 1 und Batman Futures End Spezial 2, was halt an der Masse der Batman-Serien gelegen hat, wo man dann halt jede Menge Tie-Ins zu bringen musste. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass man sich für diese beiden Cover entschieden hat, auch wenn das auf Farbock echt tierisch geil ist, das Cover. Allerdings habe ich an der Wand eingerahmt, so ein richtig cooles Cover, wo der so ein Wüstenoutfit über den Kopf gezogen hat, also so eine Maske. In dem Fall, um euch nochmal hier diesen Effekt zu zeigen, also das als Lentecular Cover wäre definitiv sehr viel cooler gekommen, als mit diesem Klappding hier. Aber wie gesagt, wenigstens kann man sich so beide Motive angucken und das tatsächlich auch in besserer Qualität, weil bei diesen Lentecular-Covern hat man auch das Problem, dass man sich in ganz komischem Winkel das Comic drehen muss, damit man auch wirklich den zweiten Effekt des Covers sehen kann. So, Green Lantern, zu der Zeit lieber noch im Heftformat, hat auch sein eigenes Tie-In-Heft bekommen und ich sag mal so, wirklich an eigener Nummerierung Tie-Ins gab es nur diese drei Hefte, der Rest ist halt in den eigenen Serien erschienen. Da sehr viele von den Serien, die Tie-Ins bekommen haben, in Paperbacks erschienen sind, sind halt auch echt nach diesen ganzen Heften, die ich jetzt gerade gezeigt habe, der Rest komplett in Paperback-Form erschienen. Und da würde ich wirklich empfehlen, den Leuten, die sich jetzt Bock haben, so die ganzen Tie-Ins zu holen, wirklich nur die Trades zu holen von den Serien, die sie eh sammeln. Wir hätten zum einen Aquaman Band Nummer 6, wo der Aquaman-Tie-In drin ist. Dann Batwing Megaband Nummer 3 mit dem Tie-In. Ich muss mal gerade gucken, ob hier das Cover drin abgedruckt ist, direkt am Anfang, dass ich euch das Cover mal davon zeigen kann. Weil die Cover waren teilweise echt richtig, richtig fett. Die hier hat es eigentlich so gehandhabt, dass die Tie-Ins to Futures End, die jetzt hier in diesen Trades, die ich gerade zeige, veröffentlicht wurden, immer als letztes Heft mit in den Trade reingedruckt wurden, sodass man das so anschließend lesen konnte, wenn man wollte. Also jetzt zeige ich euch hier mal in dem Fall die Batman-Cover. Das ist einmal das, was zur Auswahl gestanden hat, oder beziehungsweise war das eine Motiv. Und das andere Motiv, das ist auch von diesen ganzen Futures End Covern so mit der schwächste. Dann geht's weiter mit Red Lanterns Trade Nummer 6. Dann Red Hood und die Outlaws Megaband Nummer 3, der tierisch dick ist. Das hat ich gar nicht mal in Erinnerung. Finalausgabe mit 16 US-Heften hat auch 28 Euro gekostet, kann man eigentlich auch nichts sagen. So, nach Aquaman geht's dann weiter, nach Red Hood und die Outlaws geht dann weiter mit Swamp Thing Band Nummer 6. Ja, Band Nummer 6, wo auch der Futures End Tie-In drin ist. Nach Swamp Thing geht es dann weiter mit Superman Wonder Woman Band Nummer 2. An der Stelle nochmal zu empfehlen, Superman Wonder Woman war eine der stärksten New 52 Serien in meinen Augen. Und dazu kommt demnächst nochmal ein extra Video, bevor ich jetzt mein ganzes Potenzial für das extra Video verschwende. Oder was heißt verschwende? Rausballer. Sagen wir es mal eher so, Rausballer. Dann kommt
Konstantin Nummer 3, und das war, glaube ich, so mit das Beste aus diesem ganzen Futures End Event. Wenn ihr einfach mal so ein bisschen Eindruck von Konstantin bekommen wollt, was für ein Arschloch der Typ ist und wie toll eigentlich der New 52 Run von ihm war, der rückblickend dann doch besser ist, als ich ihn währenddessen empfunden habe, der soll sich den dritten Band holen. Konstantin gerät durch eine Sache im Band davor ins, auf die Erde 2, die kurz vorm Zusammenbruch steht. Also quasi so während der Zeiten von Erde 2 World Ends, die erste Trade-Serie, die ich gerade in diesem Video gezeigt habe. Und der muss es irgendwie schaffen, von dieser Erde rauszukommen. Er trifft dann auf sein anderes Ich und die Familie von seinem Erde 2 Ich und muss feststellen, dass der Konstantin von Erde 2 alles andere als böse und ein Arschloch ist und dass der so voll der Gutmensch ist, und durch eine List schafft, gelingt es ihm dann wieder in sein Universum zu bekommen. Allerdings muss er einen opfern. Extrem fett geschrieben. Man hofft die ganze Zeit während des Lesens, dass Konstantin diesmal nicht das Arschloch ist, was er normalerweise ist, und mehr möchte ich dazu gar nicht verraten. Sehr starke Teil-In, wenn nicht sogar der stärkste Teil-In mit großen Abstand, der zu diesen ganzen Futures End Ding erschienen ist. So, dann geht's weiter mit Flash Band 6, auch mit, ich sag die ganze Zeit auch mit Teil-In, aber ist ja klar, sonst würdest du in diesem Video nicht zeigen. Auf jeden Fall, dann geht's weiter mit Flash Band Nummer 8. Nach Flash Band 8 kommt Sinestro, Band Nummer 2, auch sehr starke Serie innerhalb des New 52 gewesen, was allerdings, die allerdings erst so während des DCU-Zeitalters erschienen ist. Und zu guter Letzt von den Sachen, die ich hier auf dem Tisch liegen habe, noch Green Lanterns Sonderband 38. Und bei den Green Lanterns Sonderbänden kann ich sagen, die sind leider echt schwer zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das auch mit dem letzten finalen Band so ist. Das ist in dem Fall die Finalausgabe von der Sonderbandserie. Ich weiß aber, dass die nie wirklich gut zu bekommen waren, die Bände. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich die noch gesammelt habe. Jetzt habe ich alle, die ich davon haben wollte, nämlich genau die New 52 Bände. Den Rest davon habe ich durch IGMS, was da, IGMS und so weiter bekommen. Auf jeden Fall, da endtechnisch Band 38. Und jetzt kommen wir zu den Bänden, die ich euch leider jetzt nicht in die Kamera halten kann. Allerdings werde ich die mitten in die Beschreibung reinballern, genauso wie die Bände, die ich gerade alle in die Kamera gehalten habe. Dass, wenn ihr vorhabt, euch das alles nachzukaufen, dass es auch reicht, wenn es einfach nochmal in die Beschreibung geht. Da habt ihr nochmal alles schön aufgelistet, da könnt ihr euch das screenshotten und dann mit zu eurem Händler nehmen, wenn ihr euch alles holen wollt. Und zwar nicht dabei habe ich Harley Quinn Band Nummer 5, weil ich die Harley Quinn Serie verkauft hatte. Eigentlich hatte ich vor, das Video noch zu machen, also vor 2-3 Monaten, wo ich die Harley Quinn Serie noch hier hatte. Allerdings hatte ich nicht so den Flow, das Video zu machen. Auf Teufel komm raus, wollte es nicht machen. Deswegen habe ich mir gedacht, alles klar, dann schreibst du halt auf ein Blatt Papier und sagst einfach, Harley Quinn Band 5 ist auch dabei. Des Weiteren mit dabei, Batwoman Band 6. Man muss dazu sagen, alle Bände, die ich gerade vorlese, sind alles die Serien, die während der New 52 gelaufen sind. Also Batwoman Band 6, in dem Fall aus der New 52. Dann Catwoman Band 7. Phantom Stranger Band Nummer 2, Birds of Prey, Megaband Nummer 3 und Pandora Band 3. Wenn man dann diesen ganzen Haufen gekauft hat, hat man wirklich alles zu dem Futures Event, Futures End Event. Allerdings an der Stelle sei echt nochmal gesagt, holt euch wirklich nur die Tie-Ins von den Charakteren, die euch interessieren, und bei den Trades wirklich nur die Trades von den Serien, die ihr eh schon im Regal stehen habt oder wo ihr vorhabt, euch dort die restlichen Trades zu holen. Weil sonst lohnt sich das nicht wirklich, hier so ein Trade oder gerade so ein Megaband für 30 Euro zu holen, wovon nur ein Heft zum Event gehört, und die meisten Tie-Ins sind halt leider echt nicht so stark, weswegen man da echt mit Vorsicht rangehen sollte. Das war's meinerseits. Ballert mal in die Kommentare rein, falls ich irgendwas vergessen haben sollte. Ich bezweifle es aber falls doch, werde ich es noch anschließend mit in die Beschreibung reinnehmen. Und dann ist da zumindest die Übersicht komplett. Aber ich gehe davon aus, dass ich jetzt wirklich alles mit aufgenommen habe, was mit diesem Event zu tun hat. Das war's meinerseits. Wie gesagt, ballert mal in die Kommentare rein, zu was ihr noch gerne in die Übersicht sehen wollt. Ansonsten lasst einen Daumen und ein Abo da. Und vielleicht noch eure Meinung zum Futures End Event. Ob ihr das vielleicht auch so findet, dass die ganzen Tens nicht so gut waren, oder ob ihr vielleicht eher zur Fraktion gehört, die sagen, ey, die Tens waren eine absolute Knarre. Ich war für jeden Teil dankbar. Und man muss alles gelesen haben. Sagt mal eure Meinung in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!